So, nach langer Zeit sitzt die Dorothee und ich wieder vor unserem PC und sind wir mal gespannt, was heute alles rauskommt. Es war ja immer so, dass wir geleitet worden sind von den Engeln. Die Dorothee hat wundervolle Sachen gechannelt. Heute haben wir den Plan, ein neues morphogenetisches Feld aufbauen, dass ihr da draußen einfach euch andocken könnt, dass es euch besser geht. Wir alle haben ja im Moment unser, ich sage jetzt mal, Problemchen mit dieser Situation seit circa 1,5 Jahren. Viele Menschen sind in der Situation überfordert. Viele Menschen haben keine Kraft mehr, keine Lebensfreude mehr. Ganz viele Sachen, die uns das Leben eigentlich lebenswert machen. Und dass wir wieder in das lebenswerte Leben reingehen, dass wir erkennen, wie schön das Leben ist, dass wir neue Ausgangspunkte haben, neue Sichtweise haben, dass es uns einfach besser geht, uns ja, denn das morphogenetische Feld wird genau jetzt, wenn die Dorothee anfangen zu channeln, wird es dann jetzt aufgebaut. Deswegen sagen wir uns, wir sind also auch dabei im neuen Feld, wir freuen uns sehr. Ich freue mich sehr, nach ein paar Monaten wieder mit der Dorothee vor der Kamera zu sitzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Dorothee beziehungsweise was sie uns channelt. Es geht darum, dass ihr euch in eurem Bewusstsein täglich reguliert, beobachtet und genau schaut, welche Ängste ihr noch in eurem System beherbergt. Diese Ängste, die sollen aufgelöst werden, dürfen aufgelöst werden. Und es geht darum, dass ihr jetzt, Sabine und du, ein neues Netz baut, in ganz hohen Sphären, also über die Ionosphäre hinaus, wo ihr euch energetisch, magnetisch anbinden könnt. Es geht darum, dass ihr euch in dieses Liebesnetz einwebt mit euren Gedanken. Und das macht ihr, indem ihr regelmäßig euch beobachtet, tagsüber in eurem Alltag. Und indem ihr das, was ihr in euren Gedanken hegt, in jeglicher Form begutachtet, zensiert, das, was ihr glaubt, nicht mehr zur Liebe gehören lassen könnt. Liebe ist das immerwährende Band. Und es geht darum, euch daran anzuschließen, an die höchsten Seinsformen. Ihr habt euch schon sehr gut angeschlossen. Und immer wieder werdet ihr von da draußen aus dem Matrixnetz nicht angegriffen, aber erreicht. Ihr sollt erreicht werden aus den alten Gedankenformen, die ihr jetzt hier einfach hinter euch lasst. Ihr habt die Aufgabe zu lernen, das Alte, was von außen an euch herangetragen ist, loszulassen und gar nicht mehr in euer System hineinzulassen. Es geht darum, dass ihr unterscheiden lernt, dass ihr euch immer wieder an die Liebe anbindet. Quasi rund um die Uhr. Im Moment ist es so, dass das alte Matrixnetz der anderen Seite immer wieder wie Tentakel zu euch rübernetzen möchte, so nenne ich das mal. Und dennoch ist es so, dass ihr die Kraft habt und die Energie, dass ihr sofort erkennt, dass das nicht mehr an euch andocken kann. So dürft ihr mit eurem Mentalkörper, mit eurem Gedankenkörper dieses aufspüren, um dann über den Emotionalkörper, der gebunden ist an alte Gedankenformen, die sofort auflösen. Bei jedem Wesen auf der Erde ist das anders. Jeder hat noch andere Seinsformen in sich abgespeichert, die nach und nach gereinigt und beseitigt werden können, in Anführungsstrichen. Mit dem Fokus der immerwährenden Liebe, der bedingungslosen Liebe und der Allliebe bist du sofort dabei, dieses umzuformen und in dein System einspeisen zu lassen. Es geht darum, die Allliebe in jede Zelle deines Seins hineinzuweben. Und dies geschieht automatisch, wenn du dich bewusst darauf einlässt, dein Ja dazu gibst, deine Intuition schulst und weißt, dass das, was von außen an dich herantreten möchte, noch ist es so, dass du dies von dir abwehrst, indem du sofort die Allliebe in dich einspeist, in den Momenten,
wenn das andere Alte in dir aktiviert werden soll. Sprich, du wirst dann immer wieder in Matrix-Aspekte reingezogen, die du aber immer, aus denen du dich immer mehr herausziehst. Das ist alles, was zu tun ist. Es klingt einfach und es ist auch einfach. Und so seid ihr alle aufgefordert, im Jetzt dich selbst, euch selbst zu beobachten, um die Allliebe in dein energetisches System vollumfänglich, ganzheitlich hineinfließen zu lassen. Also, ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, ich bin knallrot geworden, weil die Energie sofort angestiegen ist, sofort, und es ist vollbracht, man kann so sagen. Also die neue Matrix ist jetzt da und ihr könnt jederzeit andocken. Wie nennen wir die neue Matrix? Allliebe. Also geht mit diesem Wort da rein und ihr seid angedockt, seid aber auch bereit, die Allliebe zu leben. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr euch nicht nur andockt, sondern dass ihr auch bereit seid, dieses fließen zu lassen. Bereit sein, wirklich die Liebe in Liebe zu leben. Ich danke euch für euer Vertrauen. Danke, Dorothee. Danke euch alle.